Danke. Ich danke Ihnen. Liebe Deutsche, verehrte Teutonen, geschätzte Hunnen. Ich überbringe Ihnen ein nettes Howdy, ihr Loser, vom zukünftigen Präsidenten der USA, Donald Trump. Sprechen wir offen. Nach der Präsidentschaftswahl fragte die Weltpresse bekanntlich, was kommt als nächstes? Graf Dracula wird Papst, aber allen Unkenrufen zum Trotz. Donald Trump ist nicht nur der derbste Geschäftsmann der Welt, er wird auch der großartigste Präsident sein. Schon seine Allgemeinbildung ist über jeden Verdacht erhaben. Er wird der klügste Präsident sein, den es je gab. Denn er sieht sich als Präsident aller Menschen und aller Tiere, Gespenster, Frauen, Kräne und vieler Gemüsesorten, wie zum Beispiel Habicht. Donald Trump. Donald Trump hat bereits ein Telefonat mit ihrer Frau Merkel geführt. Ein gutes Gespräch, an dessen Ende Trump sagen konnte, Angie, altes Zirkuspony, nett, dass du durchgeklingelt hast, aber ich spreche kein Deutsch. Das war ulkig. Präsident Trump ist ohnehin über Europa informiert. Brexit zum Beispiel sind knusprige Leckerlis für Katzen. Gibt's auch mit Rind, das sind Insekten mit Hörnern. Trump hilft Amerika, wieder groß zu werden. Er ist eine Ikone mit einer beispiellosen Karriere. Bei aller Beispiellosigkeit, hier mal ein paar Beispiele. Er war in nur 5 Jahren 9-mal Jahrgangsbester auf der Captain Future Akademie für BWL und Serviettentechnik in Illinois. Danke. Er hat mit nichts als dem bräsigen Lächeln eines Mannes, der gerade von einem Schulbus gerammt wurde, 4 Euro-Paletten Klapperdürrer Models weggepimmelt. Er hatte eine eigene Universität im Staat New York, die für $10.000 pro Semester Studentenwirtschaftstipps gegeben hat, wie immer schön Wechselgeld nachzählen. Er hat in New York ein eigenes Hochhaus, deren schönste Beurteilung wie folgt lautet, leck mich fett, ist das kitschig, Harald Glöckler. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Oder wie er sich auf Twitter nennt, der goldene Penis der Weisheit ist ein Titan. Und er ist nicht untätig, seine Pläne sind vielfältig. Beispiel, das Recht, Feuerwaffen zu tragen, wird ausgeweitet und gilt ab sofort auch für ungeborenes Leben. Dann können sich vor der Entbindung Kinder in Schräglage den Weg freischießen. Und Trump wird einen Deal machen und Palästina an Polen verkaufen. Dann liegen Länder mit dem gleichen Anfangsbuchstaben direkt nebeneinander und man findet leichter was auf der Karte. Trump gelobt feierlich, seinem Land Ehre zu machen und seinen berühmten amerikanischen Namensvettern Donald Rumsfeld und Donald Duck nachzueifern. Also auf alles zu ballern und keine Hose zu tragen. Mr. Trump hat allerdings seine Einstellung überdacht, was das Ausweisen von Ausländern betrifft, nachdem er seine slowenische Gattin beim Kofferpacken erwischt hat. Aber er wird diese Nation wieder groß machen. Mit Hilfe von Menschen, die denken, Guantanamo wäre diese grüne Soße neben den Nachos. Mit dem kleinen Mann eben. Also mit Hilfe eben jener Amerikaner, die sich in einem einig sind. Kein Kasper kann so behämmert sein, dass stattdessen eine Frau Präsident wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.